Unser Immunsystem kann, wenn es dann überschießend reagiert, massiven Schaden einrichten, also fehlregulieren. Und das kennen wir ja auch mit Schuppenflechte, das kennen wir mit Entzündung der Blutgefäße. Und wenn diese Fettsäuren fischig riechen, also ranzig sind, oxidiert sind, dann haben sie zwar tolle Laborwerte, aber sie kriegen nicht die Pro-Resolving-Mediatoren hin. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video und es geht, wie schon angekündigt, um die Pro-Resolving-Mediatoren und die Resolvine. In der letzten Woche habe ich Ihnen erklärt, wo die herkommen, und in dieser Woche möchte ich Ihnen anhand der Übersetzung, der maschinellen Übersetzung dieser Studie, verdeutlichen, wie es an der Auflösung entzündlicher und neurologischer Erkrankungen beteiligt ist. Und das Auftreten von neurologischen Erkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen, ob wir jetzt von MS oder Parkinson reden, oder Autoimmuninflammationen, Neuroinflammationen, ist hier völlig unabhängig. Es wirkt bei allem, auch zerebrovaskulär, wenn es also um Mikrodurchblutungsstörungen geht und wir dann Glioseherde zum Beispiel im MRT beschrieben bekommen. Es gibt Veranlagungen dafür, genetische Anomalien. Es gibt natürlich das Voranschreiten in der Regel mit dem Alter. Und es gibt natürlich Umweltfaktoren, die zu einer Fehlregulation von Entzündungen führen können. Und dazu gehören im Wesentlichen die ganzen Nanopartikel, also Feinstaub oder eben auch irgendwelche Kosmetika, die damit behaftet sind, inklusive Sonnencreme, die zwar einen UV-Schutz macht, aber wenn man das mal misst, Inhaltsstoffe von Sonnenmilch und wiederfinden im Blut, dann wollen sie lieber in der Mittagssonne im Schatten liegen und sich was überziehen. Und dann in die Sonne gehen, wenn es passt. Unser Immunsystem kann, wenn es dann überschießend reagiert, massiven Schaden einrichten, also fehlregulieren. Und das kennen wir ja auch mit Schuppenflechte, das kennen wir mit Entzündung der Blutgefäße, das kennen wir mit Neurodermitis, das kennen wir mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung, das kennen wir mit Morbus Crohn, das kennen wir mit rheumatischen Erkrankungen und die neurodegenerativen hatten wir gerade eingangs ja schon erwähnt. Und es kann dazu führen, dass postvirale Infektionssyndrome irgendwie nicht zu Ende kommen. Und wir brauchen dafür Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA und die daraus zu bildenden Resolvine. Zu den von mir genannten Einflussgrößen der Umwelt werden hier nochmal kurz aufgeführt: Chemikalien, Umweltfaktoren, Traumata, Immunreaktionen, zahlreiche Studien mit neurologischen Erkrankungen, mit Neuroinflammationen und es geht eben immer um den normalen Verlauf einer Erkrankung. Wir brauchen die akute Entzündungsreaktion als Beginn einer Auflösung und wir brauchen einen effektiven Immunprozess, um den Gegner zu besiegen. Und wir müssen aber auch in einen Ausheilungsprozess, also in eine auflösungsfördernde Situation kommen, damit wir nicht in eine chronische Entzündung verfallen. Und das hat man in Tiermodellen mit akuter Nierenverletzung, mit akuter Lungenverletzung, also auch im weitesten Sinne bei schweren Lungenentzündungen bis hin zum SARS-CoV-2-Ereignis, gesehen bei Colitis ulcerosa und bei neurodegenerativen Erkrankungen. Und bis heute gibt es eben zahlreiche Studien, die dieses zeigen. Dann hatten wir den Hinweis, dass man diese spezialisierten Pro-Resolving-Mediatoren eigentlich in allen menschlichen Flüssigkeiten und Organen findet, also im peripheren Blut, im Liquor, in dem Mutterkuchen, in der Gelenkflüssigkeit, im Urin, in der Spucke, in der Milz, in den Lymphknoten, also eigentlich überall und das wurde 2019 publiziert. Die Aufnahme von EPA und DHA eigentlich nur über die Nahrungsquelle selber produzieren können wir das aus der Alpha-Linolensäure nahezu nicht. Und es gibt die verschiedenen Wege über die Lipoxygenasen und die Cyclooxygenasen. Und es sind die Immunzellen, die neutrophilen Granulozyten, die Makrophagen und auch die Endothelzellen und die neutrophilen Makrophagen an dem Prozess beteiligt. Also wann immer wir ein Differentialblutbild machen und dort die Veränderungen sehen und feststellen, die kommen nicht wieder in den Normbereich zurück, sollten wir die Gedanken haben, dass hier vielleicht zu wenig Pro-Resolving-Mediatoren vorhanden sind. Die
Bedeutung der G-Protein gekoppelten Rezeptoren hatten wir schon beim letzten Mal und das ist natürlich insbesondere wichtig, wenn es um Diabetes Typ 2, um das Long-Covid und oder das Post-Virus-Syndrom, um den Bluthochdruck, um die Erschöpfung, also Ausleierung des Herzens, dilatative Kardiomyopathie oder der Herzmuskelentzündung geht, wenn man das Tachykardie-Syndrom hat, wenn es um Thrombangitis obliterans geht, wenn es um Nervenentzündungen geht, wenn es aber auch um so etwas wie Panikstörungen zum Beispiel geht. Und so sieht man diese verschiedenen Rezeptoren, an denen hier diese Pro-Resolving-Mediatoren ansetzen, eben auch an der Retina, also im Auge. Man hat es an den Mikroglia-Zellen im Hirn, man hat es am Hippocampus, da wo wir sozusagen unsere Erinnerung haben, wo wir auch unsere Gefühle haben. Wir haben T-Effektorzellen, wir haben dendritische Zellen, wenn es darum geht, den Feind zu erkennen, sein Verschwinden und Verstecken zu verhindern und frühzeitig ihn dann auch zu beseitigen. Und ich denke, das reicht an Input auch heute schon wieder aus, um sich klarzumachen, warum wir diese Substanz brauchen und warum diese Substanz ihre Wertigkeit hat. Und wenn Sie PRM googeln, finden Sie viele Studien und Sie finden natürlich auch die Möglichkeit, sich so etwas zu kaufen. Es gibt Studien, die sich mit der Verträglichkeit beschäftigen und dabei ist es so, dass man immer auch den EPA- und DHA-Anteil dabei im Hinterkopf behalten muss. Und wenn man zu viel EPA und DHA hat, also wenn das Verhältnis von der Eicosapentaensäure und der Arachidonsäure nicht mehr stimmt, dann kann es zu einer vermehrten Blutungsneigung kommen. Und wenn man teilsynthetische DHA nimmt, dann passen die zwar auf die SOL1-Rezeptoren für die Blutdruckregulation, regulieren den Blutdruck aber nicht. Und wenn diese Fettsäuren fischig riechen, also ranzig sind, oxidiert sind, dann haben sie zwar tolle Laborwerte, aber sie kriegen nicht die Pro-Resolving-Mediatoren hin. Es ist also immer wichtig, dass Sie auch eine Qualitätskontrolle machen. Das geht am besten über den Geschmack. Also Sie beißen auf die Kapsel oder Sie stechen die an, drücken die aus oder Sie haben die Flasche aufgemacht mit den Ölen und riechen dran. Dann wissen Sie, ob Sie eine gute Qualität haben oder ob Sie das besser wieder zurückschicken.